Vorne Christian und Sven, also da wird es jetzt auch nochmal die ersten drei hier vorne sind, war vorne als der Einlauf. Mir fällt hier vorne ein Helfer. Hier vorne auf Startplatz 1 mit dem freiwilligen Helfer. Hier vorne auf der 1. Super, vielen Dank. Achtung Helfer, Achtung Fahrer. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden. Start. Die 1 und bei 4 cm auf der Rückkauf. Und der Martin Schreiber hat einen Platz in der Rundmachenstadt. Aber die Jungs haben noch 4,5 Minuten Zeit. Hier kann immer noch was passieren. Aber um die Zeit noch mal überlegt, sind wir hier bei den Zuschauern noch ein paar Fälle aus. Vor, ich weiß nicht, 15 Jahren rumgekommen sind. Einmal Akkus in 2000 Milliampere war jetzt in Wels in 5 Minuten gefahren. Ein paar Akkus in den 35, 6000 Milliampere war jetzt in Wels war nur noch 5 Minuten. Ja, da muss keiner mal überlegen, wenn man nicht mal 15 oder 20 Minuten erhält. Ich denke, da kann ich eigentlich gar nicht so viel. Gut, wir haben jetzt einige hinter uns. Und da gibt es sich ein Spiel für das Feld an, wenn es das 17. Vorsprung vor dem Stand sind. Dann schon 4 Sekunden Rückstand für Ole Eberhardt vor dem Christian Geier und dem Helge Scholz. Vorbereitung beginnen das zweite B-Finale 2DD. Mittlerweile 1,6 Sekunden Vorsprung, dann ein Loch von 4,5 Sekunden auf Platz 3, da liegt der Körper drüber ab. Christian Geier nur noch auf Platz 4. Und auf dem letzten, dahinter geht es recht eng zu. Oliver Scholz auf 5, Stefan Gründlich auf 6 und Steffen Kirschner auf der 7. Innerhalb von 4 Sekunden. Ja, wir sind mittlerweile in der Show.
Weil die Elektronik ist so weit, dass es nicht die Transistoren verbaut. Jawohl. Da kann ich euch auch wirklich. Wir müssen einen Lauf führen, wir können auch noch ein Lied, das ist nicht die ganze Idee. Für viele bestimmte Überraschungen, die wir jetzt mal jahrelang für die Ehrenkönigs außen und Musik errichten hatten, aber auch gut gegangen, das ist richtig schnell unterwegs. Für mittlerweile geht. Oh, was soll ich denn? Mit 8 Sekunden Vorsprung von uns sind, da ist es gerade auch ein Kühlschirm und dann haben wir die Folie mit der Comic. Ja, Christian Geilert hat auch Achso gefunden, hat das glaube ich. Ja, jetzt sind ein Bastel, das wäre gut, aber ich habe es ja wohl alle Fälle. Die Hundert ist da, die Kiste Gänzke, Geilert, der Samtsieger, der hat also 4 Minuten vor uns sind.